herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der erste Sieg, das erste Spiel des heutigen Tages für euch. Das war erst unser zweites Spiel insgesamt. Die meisten haben schon dreimal gespielt. Ja, wir hatten noch eine kleine Rechnung offen mit denen. Wir haben im Start gegen die verloren in drei Sätzen, ganz, ganz knapp. Und heute waren es wieder drei Sätze, aber jetzt haben wir uns ein bisschen mehr an die Taktik gehalten und dann geht das Spiel für uns aus. Das wäre auch meine Frage gewesen. Geht man mit so ein bisschen Rachegedanken rein oder fängt man dann komplett ein neues Spiel an, wenn man so ein bisschen eine Rechnung offen hat? Ich habe es gar nicht so empfunden. Für mich war so, okay, gut, das ist halt jetzt Brasilien heute Morgen. Gut, spielen wir gegen Brasilien. Irgendwie so als Vorbereitung eben auch für nächste Woche. Und ja, und dann irgendwie haben wir auf jeden Fall, also vom Gefühl her schon mal bessere Schläge auch gegen die gemacht und kamen im Aufschlag rein. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir wahrscheinlich schon einen Vorteil hatten, weil wir jetzt auch ein paar Mal schon mehr auf dem Center Court waren, eben mit den Flows. Dann hat aber Carol angefangen, auch so zwei, drei Dinger darüber zu schießen, die halt wirklich so abgefallen sind, wo wir dann auch so, okay, gut, die trifft sie gerade ganz gut, wir müssen ein bisschen nach vorne. Und so war das immer so ein bisschen wechselbart. Und aber ich glaube, wir haben insgesamt viel, viel besser gespielt als den Start und ja, sind natürlich happy über den Sieg. Macht das auch so ein bisschen was aus, dass man jetzt hier in Hamburg ist? Also das hört man ja immer so, dass das Hamburger Publikum so Wahnsinn ist. In Wien war es auch cool. Also 2019, die WM, die war natürlich super mit den Jungs im Finale. Die Stimmung war bombastisch. Ich glaube, da müssen noch ein paar Leute kommen. Aber jetzt um 9 Uhr oder um 8 Uhr waren schon relativ viele da. Und das Stadion ist sehr groß, also es passen viele Leute rein. Ihr spielt immer mit so einer unfassbaren Ruhe. Wie bekommt ihr diese Ruhe auf das Spielfeld? Oder seid ihr einfach generell solche Typen? Also jetzt die beiden Spiele waren schon sehr ruhig. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es also bei mir so ein bisschen daran, naja, für uns ist es Training für nächste Woche Europameisterschaft und vielleicht ist es das, was es vielleicht so ausmacht, diese Ruhe. Also so, fühle mich jetzt auch nicht gestresst auf dem Feld oder so, okay, gut, jetzt wäre es mal gut, wieder ein Sideout zu machen oder so, aber weiß nicht, irgendwie fühlt es sich ganz gut an. Klar, man macht eine mentale Vorbereitung vorher und visualisiert das Ganze nochmal, geht die Taktik nochmal durch und dann liegt es eigentlich nur an einem selber. Deshalb habe ich so eine innere Ruhe einfach, dass ich weiß, was ich machen will. Wenn ich es nicht mache, dann wird es schwierig. Und wenn ich es mache, dann wird es meistens erfolgreich. Ich drücke euch die Daumen, dass das weiter so gut klappt und dann noch viel Spaß in Hamburg. Bronze Medal, Judy, what's in your head now? Which thoughts? What's going down there? Na, ich weiß nicht, aber was we are really proud of us after the Olympics to be here. We were discussing right after if we want to play, but we decided that we really want to play and we show that we are good players and yeah, everything is possible if you really believe in it. And as Flo already said, we had a lot of fun, not only on court, also off court. We love Jena, and it's really special after 1.5 years to have spectators who are clapping, who are cheering, and this is something we miss them so much. And that's freaking people! But Carla, thanks for your question. I guess you not playing three sets because this first set, like in the semifinals before, you also struggled a little bit. Now the same. Why you love to play three sets? Is it that? I think we really wanted to take all the sets we can play here. Obviously. And, of course, we always have to adjust to the opponents. They got fourth in the Olympics, so they are so good players, very young, talented, and we really have to adjust every point. And it's very precise what they play. He really high reach. So congrats to Latvia that they also came here to play because they really enjoyed playing. We had the first practice with them and it was really fun and we said, yeah, women power. And now we were in the semi-final together. Junior, this is for you. Congratulations.